Schlussstück heißt ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Es geht so. Der Tod ist groß. Wir sind die seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt der Tod zu weinen mitten in uns. Mit diesem Gedicht, mit diesem Satz hat Rilke ein uraltes Kirchenlied aufgegriffen, wo es heißt, auf Lateinisch Media Vita in Mortis Sumus und auf Deutsch übersetzt, mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Es ist über 1200 Jahre alt, dieses Lied, dieser Satz. Und trotzdem ist er auch zur Zeit ja so hochaktuell wie eh und je. Mitten in dieser weiterhin vorhandenen Corona-Krise, die ja wieder anschwillt und wieder zunimmt und wo kein Ende in Sicht ist und immer noch und immer wieder viele und ja sogar noch mehr als seither erkranken Leute sterben daran. Diese Seuche macht uns Angst. Wieder wird unser Leben massiv eingeschränkt. Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Am Totensonntag, heute wird vielen von uns das auch noch mal besonders schmerzlich bewusst. Wir erinnern uns an liebe Menschen, an Eltern, an Freunde, Ehefrauen, Ehemänner, Kinder, Menschen, die wir vermissen, Menschen, um die wir trauern, Menschen, deren Verlust uns wehtut, uns beschäftigt. Bei manchen von euch ist dieser Schmerz noch ganz frisch. Andere haben vielleicht schon ein bisschen gelernt, damit umzugehen. Viele haben Sehnsucht nach dem geliebten Menschen. Einige fühlen sich schuldig, weil sie vielleicht was versäumt haben. Wieder andere spüren nur Leere in sich oder Schmerz oder auch Wut. Manchmal können wir es auch gar nicht glauben, denken oder hoffen oder rechnen fast damit, er oder sie werde wieder auftauchen, werde zur Tür hereinkommen, werde sich an den Tisch setzen, werde uns in den Arm nehmen, so wie es halt immer war. Aber es passiert nicht und wir ahnen, wir wissen es eigentlich auch, mit diesem Tod müssen wir leben. Nachher hören wir die Namen der Verstorbenen aus unserer Gemeinde, aus dem letzten Kirchenjahr. Wir erinnern uns an sie, die Erinnerung bleibt. Aber wir müssen jetzt ohne diesen Menschen weiterleben. Das ist die harte, das ist die unerbittliche Wirklichkeit. Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Auch an unseren eigenen Tod übrigens werden wir heute erinnert. Im Religionsunterricht habe ich die Erfahrung gemacht, in der 5. Klasse behandelt man da das Kirchenjahr und da werden auch die Sonntage und die Feiertage durchgenommen und erstaunlicherweise für mich ist neben den großen Festtagen Weihnachten und Ostern der Tag, den sich die Schüler immer am besten und als erstes merken konnten, der Totensonntag. Ich glaube, das liegt daran, weil da irgendwie so eine Ahnung drin ist oder so ein eigenartiges Berührtsein drinsteckt und uns betrifft, wahrscheinlich nur vielleicht ganz leise manchmal. Da gibt's was, das haben wir nicht in der Hand. Da gibt's was, über das können wir nicht bestimmen und dem können wir auch nicht ausweichen. Es gibt eine Grenze, über die werden wir alle mal gehen. Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Und manchmal fragen wir uns, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das ist eine Frage, über die viele zumindest auch mal nachdenken oder sich beschäftigen. Was kommt eigentlich dahinter, nach dem Tod? Das Paradies? Eine schöne neue Welt? Kommt überhaupt was nach dem Tod oder ist da einfach nichts? Fragen wir uns für uns selbst und wir fragen es auch für Verstorbene, die uns was bedeuten. Und in dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 22, da geht es um diese Frage.
Was kommt danach, nach dem Tod? Kommt was danach? Lasst uns in drei Schritten dem nachdenken. Das erste, was wäre, wenn alles anders kommt? Was wäre eigentlich, wenn alles anders kommt? Es geht in diesem Text, in diesem Abschnitt, Matthäus 22, um die Frage, was kommt nach dem Tod? Gibt es eine Auferstehung oder gibt es die nicht? Die Sadduzäer, das war eine religiöse Gruppierung, eine große zur Zeit von Jesus, die Sadduzäer, die sagen, nein, da kommt nichts. Und sie begründen es mit einem Beispiel, das sehr sprechend ist, dem liegt ein sehr archaisches Rollenverständnis von Mann und Frau zugrunde, auch ein sehr archaisches Verständnis von Familie, das für uns heute schwer nachvollziehbar, vielleicht auch gar nicht nachvollziehbar, dieses Rollenverständnis. Trotzdem, ich glaube, die Argumentation hier, die leuchtet sofort ein. Die geht so, eine Frau, die war nacheinander mit 7 Männern verheiratet, und dann müsste sie doch im Jenseits, wenn sie mit allen verheiratet war, auch von allen gleichzeitig die Frau sein. Aber das geht nicht. Das ist ein logischer Widerspruch. Die Rede von der Auferstehung, das ist die Argumentation, die dahinter steckt. Der Glaube an die Auferstehung, der erzeugt Widersprüche und damit ist er sinnlos. Und summa summarum zeigt das Ganze, eine Auferstehung der Toten kann es nicht geben. Das ist eigentlich klar und deutlich anhand von einem sprechenden Beispiel argumentiert von den Sadduzäern. Ebenso klar und deutlich ist dann die Antwort von Jesus, falsch, sagt Jesus, ihr irrt. Ihr habt zwar die richtige Logik eingesetzt hier, aber eure Prämissen stimmen nicht. Ihr geht von den falschen Voraussetzungen aus. Das Leben nach der Auferstehung, das ist doch nicht einfach das Gleiche wie jetzt, wie hier auf der Erde. Auferstehung heißt doch nicht, alles geht weiter wie bisher. Auferstehung heißt, da entsteht was Neues. Aus dem alten Leben entsteht ein neues Leben. Es gibt eine Geschichte von zwei Mönchen, die haben miteinander geredet und haben sich in den schillerndsten Farben ausgemalt, wie es mal im Himmel aussehen würde, wenn sie da hinkommen. Lange drüber gesprochen und gesagt, das wird bestimmt ganz toll und sich das ausgemalt in schönsten Farben. Und dann haben sie sich die Hand gegeben und haben was ausgemacht und haben vereinbart, derjenige, der von uns als erster stirbt und dann in den Himmel kommt, der soll dem anderen dann im Traum erscheinen und dann soll er ihm sagen, wie es da ist. Und zwar soll er nicht eine große Rede halten, sondern er soll eigentlich nur ein einziges Wort sagen. Auf Latein, die Mönche haben ja Latein gesprochen traditionell. Entweder soll er sagen, dann im Traum, totaliter, das heißt auf Deutsch übersetzt ganz genau, also ganz genau so ist es im Himmel, wie wir uns das vorgestellt haben, so toll. Oder er soll sagen, aliter, das heißt anders, also völlig anders, als wir es uns gedacht haben, wird es im Himmel sein. Und so sollen sie es dann gemacht haben. Der eine sei dem anderen im Traum erschienen und dann habe er aber nicht ein Wort gesagt, sondern zwei. Er habe gesagt, totaliter aliter. Ganz genau anders. Ganz genau anders, unvorstellbar anders wird das neue Leben sein nach der Auferstehung, sodass man sich's eigentlich gar nicht ausmalen und vorstellen kann. Auch Jesus deutet es in dieser Erzählung ja nur an, übrigens die Bibel fast überall deutet es nur an und schildert es nicht ganz präzise genau, wie es da aussehen wird. Jesus sagt einerseits negativ, es wird anderes wichtig sein als jetzt. In der Auferstehung wird man zum Beispiel nicht heiraten, da geht es nicht um Sex und nicht ums Kinderkriegen und um ganz viel anderes geht es da auch nicht. Und dann sagt Jesus positiv, in der Auferstehung werden wir sein wie die Engel. Die Engel sind nicht den Gesetzen von Natur und Geschichte unterworfen, von Raum und Zeit, von Leid und Tod. Das gibt es bei den Engeln alles nicht. Aber die Engel haben Zugang zum Himmel. Die sind ganz nah bei Gott und so wird es auch für uns sein. Totaliter, aliter, ganz genau anders. Was wäre, wenn alles anders kommt? Das Zweite, was wäre, wenn Jesus schon da ist? Was wäre, wenn Jesus schon da ist? Jesus sagt, wie gesagt, nicht viel, wie das Leben nach dem Tod aussieht.
Vielleicht auch, weil es unsere Vorstellungskraft einfach übersteigt, weil man sich das gar nicht wirklich vorstellen kann. Aber dass es eine Auferstehung gibt, dass es die gibt, darauf besteht Jesus. Nach dem Tod, sagt er, ist nicht nichts. Nach dem Tod kommt neues Leben. Und jetzt kommt es hier in diesem Abschnitt natürlich nicht nur darauf an, was da gesagt wird, es kommt auch darauf an, wer das sagt. Denn eins ist klar, menschlich gesehen haben die Sadduzäer völlig recht. Menschlich gesehen haben auch die Atheisten recht, haben eigentlich die recht, die sagen, es gibt keine Auferstehung. Menschlich gesehen können wir nicht von einer Auferstehung reden. Ich kann euch von mir aus nichts, aber auch gar nichts über die Auferstehung sagen. Menschlich gesehen gibt es keinen Blick über die Grenze des Todes hinaus. Wer immer was drüber sagt, über das, was nach dem Tod kommt, der spekuliert, menschlich gesehen. Aber hier redet Jesus. Und Jesus ist nicht nur ein Mensch, er ist Gottes Sohn. Er hat Gottes Geheimnis in sich, das Geheimnis, dass er sterben wird und auferstehen wird, das Geheimnis von Karfreitag und von Ostern. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, so sagen wir es im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und wenn Jesus hier von der Auferstehung redet, dann blickt er hier voraus auch auf seine eigene Auferstehung. Wenn Jesus hier von der Auferstehung redet, dann weil er Gottes Macht jetzt schon kennt, dann weil er weiß, was Gott kann, menschlich gesehen, ist die Auferstehung pure Spekulation. Von Gott her ist sie Wirklichkeit. Denn Jesus ist auferstanden, das ist unser Glaube, das ist sogar das Zentrum von unserem Glauben als Christen. Und das heißt, Gott kann dort, wo alles Menschliche zu Ende ist, dort kann Gott neue Türen öffnen. Und weil Jesus schon durch diese Tür hindurchgegangen ist, können wir auch hindurchgehen einmal. Ich habe mal gelesen bei Pierre Lefebvre, einem Schriftsteller, von einem schwerkranken Mann, im Krankenhaus wahrscheinlich, bei dem war der Arzt, und dieser Mann hat den Arzt am Arm gepackt und hat zu ihm gesagt: Herr Doktor, ich habe so Angst vor dem Sterben, was erwartet mich denn nach dem Tod, was kommt denn da? Wie wird es aussehen auf der anderen Seite? Das weiß ich nicht, hat der Arzt zu ihm gesagt. Sie wissen es nicht. Und dann ist der Arzt, statt eine Antwort zu geben, zur Tür gegangen von dem Krankenzimmer, wo er war, und hat diese Tür aufgemacht, und dann ist ihm sein Hund entgegengekommen, der draußen vor der Tür war und auf ihn gewartet hat, und ist an ihm hochgesprungen und hat sich gefreut, dass er sein Herrchen sieht. Und dann hat der Arzt zu dem Patienten gesagt: Sehen Sie, was dieser Hund macht? Er war vorher noch nie in diesem Raum. Er kennt Sie nicht, er weiß nicht, wer sonst hier alles drin ist, wer hier wohnt. Aber er wusste, dass sein Herr auf der anderen Seite der Tür ist, und deshalb ist er fröhlich hereingesprungen, als die Tür aufgegangen ist. Sehen Sie, ich weiß auch nichts Näheres, was nach dem Tod auf uns wartet. Aber es genügt mir zu wissen, dass mein Herr auf der anderen Seite ist. Dann werde ich fröhlich hinübergehen, wenn sich eines Tages die Tür öffnet. Was wäre, wenn alles ganz anders kommt? Was wäre, wenn Jesus, unser Herr, da ist? Und das dritte und letzte, was wäre, wenn das Leben siegt? Was wäre, wenn das Leben siegt? Gibt ja jetzt natürlich ein Problem, weil auch wenn man an die Auferstehung glaubt, auch wenn man als Christ das glaubt und lebt, Auferstehung hin, Auferstehung her, unsere Toten bringt uns das nicht zurück. Wir müssen jetzt weiterleben ohne sie. Wir müssen mit dem Verlust zurechtkommen. Der Schmerz, die Trauer, die Sehnsucht, das ist ja nicht einfach weg. Auch nicht, wenn wir glauben, auch nicht, wenn wir Jesus vertrauen, auch nicht, wenn wir uns auf ihn freuen. Und trotzdem, etwas hat sich schon geändert oder könnte sich jedenfalls geändert haben. Der Totensonntag ist ja auch der Ewigkeitssonntag. Er will unseren Blick nicht von den Gräbern weglenken einfach oder von der Trauer, aber nicht weglenken, aber drüber hinaus.
Der Horizont, der weitet sich für uns. Hinter dem Grabesrand nämlich zeigt sich der Himmel, auch im übertragenen Sinne, oder vor allem im übertragenen Sinne, vielleicht nur schwach, vielleicht nur im Dämmerlicht, vielleicht manchmal nur hinter Wolken, so wie heute, draußen, aber so, dass wir es erahnen können. Und manchmal geben ja auch die Wolken für ein paar Sekunden den Blick auf den Himmel, vielleicht sogar auf die Sonne, frei, ein Hoffnungsschimmer. Und vielleicht kann es uns dann ja auch gehen wie Martin Luther. Der hat dieses alte Kirchenlied, von dem ich am Anfang gesprochen habe, ins Deutsche übersetzt: Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Das war seine Erfahrung, das ist auch unsere Erfahrung in der Corona-Krise, auch persönlich, wenn jemand verstorben ist, vielleicht auch sonst, manchmal stärker, manchmal weniger, aber es ist unsere Erfahrung. Und Luther hat gesagt, mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben, aber dreh's um, wenn du ein Christ bist, aber dreh's um, mitten im Tod sind wir vom Leben umgeben. Umdrehen dürfen wir es, mitten im Tod sind wir vom Leben umgeben. Gott ist nicht ein Gott der Toten. So steht es am Schluss in diesem Abschnitt, den wir gehört haben. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Wir werden es sehen. Und heute dürfen wir es schon glauben und hoffen.